Mehr Einsätze, mehr Alarmierungen, mehr Notrufe. Hinter der Feuerwehr Hamburg liegt ein herausforderndes Jahr. Der Jahresbericht 2022 wurde nun im Rathaus vorgestellt. Besonders Starkwetterereignisse hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Meterhohe Sturmflut, umgestürzte Container und gefallene Bäume. Die Sturmtiefs Elenia und Zeynep hatten es Mitte Februar ordentlich in sich. Besonders die freiwilligen Feuerwehren waren im Dauereinsatz. 2300 Mal musste ausgerückt werden. Der große Unterschied zu den üblichen Sturmlagen war einfach die Länge tatsächlich. Also wir hatten die Orkan und die Stürme und daraufhin folgt das Binnenhochwasser. Wir waren also im Grunde und Ganzen fast 5 Tage im Dauereinsatz. Und nicht nur beim Thema Klimaereignisse ist ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. Im Schnitt fuhr die Feuerwehr Hamburg rund 36 Einsätze pro Stunde, die große Mehrheit davon im Rettungsdienst. Das sind über 12% mehr als noch 2021. Die Stadt wächst, es wird gebaut, es entstehen neue Stadtteile, es ziehen mehr Menschen in die Stadt. Aber auch natürlich so Dinge wie eine Pandemie oder auch die ganzen Infektionen danach haben uns im Rettungsdienst stark beansprucht. Also Rettungsdienstaufkommen, Notrufe steigen überproportional. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit hier weiter auch in die Feuerwehr investieren, insbesondere Personalaufwuchs. Und das soll nun auch vermehrt passieren. 2022 hat die Berufsfeuerwehr Hamburg einen Personalzuwachs von lediglich 32 Mitarbeitenden verzeichnet. Zudem wurden 250 Millionen Euro in neue Feuerwehrwachen und 5,7 Millionen Euro in zusätzliche Fahrzeuge investiert. Dadurch soll unter anderem die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort reduziert werden. Aber wir haben auch zu kämpfen mit natürlich der Entwicklung der Stadt, Dichte, Verkehr, Baustellen, man kommt nicht überall durch. Das merkt auch die Feuerwehr. Und insofern ist das ein ständiges Optimieren, aber wir haben nicht alles selber in der Hand. Auch abgesehen von Bränden und Rettungseinsätzen liegt hinter den Feuerwehrkräften ein intensives Jahr. Das Jubiläum zu 150 Jahren Feuerwehr Hamburg und die Hilfslieferungen für die Ukraine, um nur einige Beispiele zu nennen.